In diesem Video schauen wir uns eine sehr interessante physikalische Denksportaufgabe an zum Thema Dichte und Auftrieb. Wir stellen uns vor, auf dem Wasser befindet sich ein Boot mit Steinen und die Steine werden in den See geworfen. Was passiert mit dem Wasserspiegel? Haben wir jetzt eine Überschwemmung zu befürchten? Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich diese Steine nicht dazu ausreichen werden, eine Überschwemmung herbeizuführen, ist aber trotzdem die spannende Frage, was passiert mit dem Wasserspiegel? Steigt er, sinkt er oder passiert gar nichts? Probieren wir es aus. Dazu habe ich zwei Bechergläser. Ein großes, das ist der See, ein kleines, das ist das Boot. In dem Boot befindet sich der Stein. Ich lese eine Marke von 500 ab. Wenn ich nun den Stein aus dem Boot nehme und in den See gebe, sehe ich, dass der Wasserspiegel sinkt. Marke circa 400. Die Wassermenge ist natürlich gleich geblieben, aber wie kann es sein, dass der Wasserspiegel gesunken ist? Dazu machen wir ein weiteres Experiment mit mehreren gleich großen Würfeln. Diese Würfel geben wir in Wasser. Ein paar der Würfel gehen unter. Einer schwimmt. Was ist der Unterschied? Die, die untergehen, verdrängen so viel Wasser, wie sie eben groß sind. Ist ja klar. Aber der, der schwimmt, ist interessant. Der verdrängt nämlich weniger Wasser, was offensichtlich ist, weil ein Teil des Würfels ja aus dem Wasser herausragt. Tragen wir nun alles zusammen, um das Rätsel zu lösen. Wenn etwas untergeht, dann wird so viel Wasser, wie entsprechend dem Volumen entspricht, verdrängt. Wenn etwas schwimmt, wird so viel Wasser verdrängt, wie dem Gewicht entspricht. Ein Stein geht für gewöhnlich unter. Das heißt, er hat eine größere Dichte im Vergleich zu Wasser. Wenn man ihn nun also dazu zwingt, zu schwimmen, mithilfe eines Bootes, verdrängt er ja jetzt so viel Wasser, was seinem Gewicht entspricht. Und da er eine größere Dichte hat im Vergleich zu Wasser, braucht man entsprechend mehr Wasser, um auf das gleiche Gewicht zu kommen. Heißt im Klartext, wenn der Stein sich im Boot befindet, verdrängt er entsprechend mehr Wasser im Vergleich dazu, wenn er sich im See befindet und da entsprechend nur sein Volumen entsprechend Wasser verdrängt. Daher sinkt der Wasserspiegel, wenn die Steine vom Boot in den See befördert werden. Ich hoffe, es war eine ganz interessante Aufgabe. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo dalassen.